Liga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und dann ist die Partie freigegeben. Die Borussia aus Mönchengladbach von links nach rechts in Weiß und ein ganz bisschen grün. Die Gäste aus der Rheinmetropole Köln von rechts nach links in ganz rot. Weschenbach mit dem Eckstoß. Kommt gut in Richtung Höger. Salga am zweiten Pfosten, der Ball ist im Tor. Die frühe Führung für die zweite Mannschaft des FC, vierte Minute. Und es ist Elias Bakatukanda. Und wieder ein Gegentreffer. Der 16. in dieser Saison. Die schlechteste Abwehr der Liga gehört der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Seid ihr heute Nachmittag voll? Diehl kriegt den Ball von Downs. Justin Diehl! Olschowski, 22. Es spielt hier nur eine Mannschaft und das ist der erste FC Köln. Höger. Der hat ja schon alles gesehen in seiner Karriere. Champions League mit Schalke gespielt. Marco Höger, gut gesehen. Najombe, Flanke mit rechts, die ist klasse! Es steht 0-2 und das ist sowas von verdient. 29. Spielminute. Oliver Schmidt. Das geht so einfach. Höger, der im Mittelfeld Platz ohne Ende hat, legt links raus auf Najombe. Der kann den sogar mit seinem starken Rechten bringen. Und dann Schmidt. Kann easy einköpfen. 2-0. Und wieder Justin Diehl. U19-Nationalspieler. Olschowski. Das ist kein Foul. Schmidt. Super Flanke, Salga um ein Haar zum dritten. Und jetzt fängt der Innenverteidiger an zu zaubern. Bakatukanda, klasse gemacht. Diehl mit Schmidt. Justin Diehl gegen Korb. Diehl gegen Korb. Latte! Wie stark macht dieser Junge das bitte? Büyükarslan, noch ohne Akzente. Klasse Bewegung von Ivandro Borges Sanchez. Jagatai Kader, am langen Pfosten wäre Ranos. Kader! Es ist der erste Abschluss von Gladbach. Justin Diehl, Olschowski. Szene lebt noch, Latte. Du lieber Himmel, was ist denn hier los? 59. Olschowski hält den auf die Latte. Sensationelle Szene. Jonas Salliger. Zum Glück hat er sich da nicht irgendwelche Bänder gerissen. Das kann nämlich immer passieren, wenn man so im Rasen hängen bleibt. Nächster Anlauf. Höger. Möglichkeit. Breuer Pfosten. Olschowski. Was hier heute passiert, liebe Fußballfreunde. Gebürtiger Hamburger. 18 Jahre jung. Erster Einsatz seit dem zweiten Spieltag. Klasse durchgesetzt von Borges Sanchez. Das macht er sehr gut. Büyükarslan. Büyükarslan setzt sich da prima durch und dann ist da keiner im Zentrum. Aber das war doch mal eine gelungene Offensivaktion und es hat bis zur 73. Minute gedauert. Jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sagen und wird mir beipflichten, wenn das 2-1 für Aachen fällt, dann sagt keiner, das ist unverdient. Saliga gegen Andreas. Saliga, Möglichkeit zum 3-0. Durch Simon Breuer. Stellungsspielfehler wieder. Kader. Der gehört eigentlich in den 16er. Gepennt von Bakatukanda. Borges Sanchez. Möglichkeit nach Derry lässt durch. Und Büyükarslan. Und Feuer frei. Nicht verkehrt die Ecke, aber die ist eine halbe Stunde in der Luft. Das kann man gut verteidigen. Und dann ist das Spiel
vorbei. Es waren doch nur 4 Minuten Nachspielzeit. Der erste FC Köln gewinnt hochverdient hier im Grenzlandstadion bei Borussia Mönchengladbach mit 2:0.